Moin Moin und herzlich willkommen zurück. So, ich hoffe, jetzt ist es besser. Ja, ihr seht, ich befinde mich nicht gerade auf dem Sprungturm. Ja, ich habe wieder mal meinen Pinsel geschwungen und habe hier mal wieder mal ein bisschen wunderbar Farbe angelegt. Ihr seht hier von unserer großen Türmchen, was wir hier haben, sage ich jetzt mal Pyramidenturm. Einfach mal dazu, habe ich das jetzt einfach so gemacht. Wir können mal gern kurz schnell in die zweite Etage, dass ihr mal seht, wie das da oben aussieht. Oh, hups. So, die Treppen habe ich das mal nicht schwarz gemacht. Ich habe gedacht, ich muss nicht jedes Mal alles schwarz machen. Das ist ja auch nicht das Wahre. So, der Boden hier sieht so aus und der zweite Boden oben ist grün. So. Und die Anstreichdinger da, die Außenfassade von dem ist hier so dreckiges Weiß, sage ich jetzt immer. Ich würde sagen, das kann man so lassen. Und wir begeben uns jetzt auf schnellstem Wege irgendwo darüber. Ist er denn mein Türmchen? Ah, so gut. Ja, so viel haben wir schon, also. Es wird natürlich mehr. Es ist ja selbstverständlich. Wir begeben uns jetzt mal nach oben. So dass wir dann auch gleich weitermachen können. Aha, okay. Sind wir schon da? Ah, ja. Genau. Ich habe mir jetzt extra mal ein Bettchen mitgenommen. Weil, im Dunkeln baue ist nicht schön. So. Okay, dann müssen wir jetzt wieder unsere. So. Scheint flüssig zu laufen. Das ist schon nochmal die gute Nachricht. Ja, kaum sage ich, schon fängt es wieder auf. So, das ist Teil 34 jetzt von unserem Raft Projekt. Und weil es hier gerade noch so schön am Anfang ist, wollte ich gleich mal meinen neuen Abonnenten grüßen, den Pascal. Auch für dich gilt, wenn irgendwas ist, schreib's in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß hier auf dem Kanal. Und ja. Wie ich mal, müssen wir vielleicht auch mal irgendwie so eine Art Rückblick machen, wenn wir mal brutal viel gebaut haben. Was heißt so eine Art Rückblick? Ja, was haben wir alles gebaut? Wie habe ich es gebaut? Bla bla bla. Die Geschichte dahinter. Wie ich darauf gekommen bin. Was ich als erstes gebaut habe und so weiter und so weiter. Aber ich würde sagen, damit kann man auch wirklich noch eine ganze Zeit lang warten. Weil ich, wenn ich das jetzt machen würde, dann wäre das Video, sage ich jetzt mal, in 5 Minuten fertig. Weil so viel habe ich jetzt auch wieder nicht. So, da hinten müssen wir ja auflassen, weil da müssen wir ja dann raus. Wie gesagt, also das gibt ein riesen Apparat hier neben. Da könnte also noch ein paar Videos drauf gehen für dieses Gerät hier. Ich versuche das natürlich immer so schnell wie möglich hier durchzubrüllen.
Mal gucken, vielleicht mache ich es auch immer so, dass ich, weil ich dieses Ding wollte ich ja ewig hoch machen. Das heißt, da werden einige Videos nur mit dem Zeug drauf gehen. Vielleicht mache ich es aber auch wirklich immer so, dass ich zum Beispiel jetzt nur diesen Turm hier zumindest mal ein ganzes Stückchen weiter hochbaue, ohne dass ich das aufnehme. Das sehe ich aber dann. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch. Da fällt mir jetzt auch gerade ein, es gab auch schon lange kein Update mehr hier bei Rift. Anscheinend finden sie kein blöder Scheiß mehr, was sie da dazu machen können. So, einmal drehen bitte. Oben drauf. Und die nächste Reihe ist fertig. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder unsere Laufstrecke. Also für das, dass ich das jetzt gerade erst auch gemacht habe, das Spiel läuft es relativ flüssig. Also ich bin es schlimmer gewöhnt. Ich sag, wir machen erst einmal die und dann machen wir die Schrägen hin. Was ist ja geil. Mit dem Ding reingepasst, gibt's das auch. So. Als nächstes müssen wir unsere Stäbe wieder zwei Blöcke nach oben setzen. So. Einmal. So, einer noch. Gut. Das wäre das. Dann fangen wir natürlich sofort wieder an. Hey, ich komme auch drei Stück nur. Seht ihr das? Machen wir jetzt. Dann geht's noch schneller. Das ist natürlich jetzt scheiße, weil es dann mit dem Ding nicht mehr aufgeht. Aber egal, das wollen wir dann sehen, jetzt wenn wir dann oben sind. Na, hat kurz gehangen. So langsam das dumme Gefühl, die Maus direkt daneben. Von mir. Aber ich merke es öfters bei Dead by Daylight. Heute zum Beispiel erst wieder, also irgendwie reagiert das scheiß Ding nicht mehr, oder? Licht am PC, ich weiß es nicht genau. Im Internet konnte es nichts zu tun haben. Natürlich eine feine Sache, wenn wir das jetzt mit drei Stück machen, dann geht es natürlich noch schneller. Das Problem ist, ich hätte es jetzt erst einmal lassen sollen. Warum werdet ihr gleich merken?
Weil ich nämlich nur noch zwei Blöcke nach oben kann, bis ich da wieder gerade muss. Und dann ist es irgendwie ein bisschen im Weg. Aber egal. Jetzt haben wir es dreifach gemacht. Jetzt machen wir es ja dreifach weiter. Wobei ich dazu sagen muss, da fehlt doch noch. Okay, hab doch gewusst. So wie ich das sehe, sind das. Ist das ein bisschen blöd daneben? Aha. So. Gut. Einmal drehen, bitte. Aber wie gesagt, es geht ja relativ schnell, muss ich mal sagen. So langsam mal flüssig läuft, das muss ich mir dazu sagen, oder? Das war's mal bei meiner Internetgeschwindigkeit hier in meinem Saukaffee von Sony. Also mal gucken, dann müssen wir da oben wahrscheinlich ein bisschen. Wie sind das? Ach, du Idiot. Also mal kurz was gucken, abzähle, wie viel das jedes Mal sind. Zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Der wird schon mal passen mit dem. Eins, zwei, drei. Natürlich, war ja klar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das wird dann passen auf definitiv mit dem Ding, mit dem Schrägen. Mit den drei Dinger nach oben. Das passt auf jeden Fall, das ist gut. Das ist halt jetzt bloß blöd, weil ich jetzt da oben halt dann schon direkt eins über dem Ding drüber bin. Weil ich da vorne ja nur noch zwei Stück Luft kommen, bevor ich wieder grad muss. So. Ich glaube, ich habe irgendwo. Dann nur, ich glaube, der Hübe auf der Seite, ne? Also auf der Seite, da drüben muss ich, glaube ich, nur, da muss ich aufpassen, wie das ist, ich glaube, jetzt wieder einbaue. Super. Genial. Jetzt haben wir natürlich so eingebaut, dass ich nicht mehr weiß, wo es nuf geht, ne? Hier ist es definitiv nicht. Ich muss wieder irgendwo was rausreißen. Dritte Reihe vergessen. Oh, ich muss ich hier nuf, ne? Ne? Oh, mal da, hä? Wo zum Geier ist die Scheißtreppe? Da bin ich blöd. Sieht man nichts. Machen wir mal irgendwo auf. Das
gehen alle drei weg, ne? Da. Da. Ich glaube, ich muss da drüber aufmachen. Oh, mal doof. Na komm, heute noch. Aha. Ist doch auf der anderen Seite. Fuck, ey. Das muss es sein. Jawohl. Mal halber getroffen. Was hast du für uns? Die Schräge. Ja, das ist das, was ich jetzt erwartet habe. Moment mal. Moment mal. Wir sind ja jetzt mittendrin, ne? Das war jetzt halt das Dumme an der Sache jetzt. Jetzt passt's. Oh. Ja gut, okay, ob das jetzt da mit drin ist oder nicht, das interessiert mich hier im Prinzip überhaupt nicht. Das Schlimme ist, jetzt sind wir bei 2. Boah, Alter. Ich hätte es doch anders da machen sollen. Jetzt doch alles dann machen soll. Naja. Jetzt haben wir es so, jetzt machen wir es so weiter. So, wir brauchen wieder unsere. Machen wieder zu schnell, der Sack. Und wir haben jetzt schon die Höhe von. Unsere Türme erreicht, sehe ich gerade. Das heißt also für uns, wir sind praktisch schon fast am höchsten Punkt angelangt. So, als allererstes Mal müssen wir wieder definitiv. Wir sind ja nicht tief gefallen.
Machen wir mal so. Ich glaube, wir haben irgendwo. Ne? Ja, weil wir jetzt 3 aufgegangen sind, ne? Ja, passt schon, passt schon. Alles im grünen Bereich. So. Aber ich sag euch was. Ich mach trotzdem jetzt wieder dreifach Nuff. Mir wurscht. Ein bisschen beeile, vielleicht packe ich es noch. Dass wir die Reihe fertig kriegen. So. Weil ich müsste jetzt eigentlich schon bald. Na gut, 5 Minuten. Müsste ich eigentlich wieder einen Cut reinmachen. Oh, ich denke mal, das packen wir noch. Also die 3 Reihe machen wir definitiv fertig. Nein, alle 2 Reihen, ne? Also nicht nur die innere. Schon wieder dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Sagt man immer so schön, ne? Ich glaube, ich bin mal echt mal gespannt, wann das erste Update hier kommt, wo mal wirklich was zu Gebrauch ist. Also wo man wirklich mal was richtiges Geiles mit auffangen kann. Versteht sich, ne? Ich meine jetzt nicht dieses Zeug, was man hier, diese Viertelstücke da, was sonst was. Ich meine, das ist ja ganz nett die Idee, aber hallo. Ich meine jetzt was richtig, so richtig geiles Update, weißt du, so dass da vielleicht da mal irgendwelche Wale mit dabei sind oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder irgendwas ändern von den Inseln her. Obwohl mir das von der Insel her, wenn sie dort was ändern würde, wäre mir ja relativ scheißegal. Ich habe ja mal einen Anker geschmissen, wir fahren ja hier nicht weg. Das heißt ja für uns, ist ja relativ pups, also. Oder irgendwas anderes Geiles zum Bauen. Vielleicht irgendwelche Dekorationsartikel, sowas, was weiß ich, ein Schrank oder irgendein Scheiß. Ich weiß ja nicht, aber. Aber Leute, wo sich hier irgendwo vielleicht Bude einrichten wollen oder sonst was, die haben wirklich keine großartige Möglichkeit, irgendwie was Großartiges zu machen. Weil du hast wirklich nur deinen Tisch, deinen Stuhl und dieses blöde, wie nennt man das, dieses Brett, was du an der Wand dran machen kannst. Mehr ist es nicht. Und der Rest musst du halt mit deiner komischen Maschine hier machen. Was du brauchst, also dieses, die Steinschmelze oder was weiß ich was alles. Oder die Kisten, was man hinschätzen kann. Also es ist wirklich nicht besonders viel. Andere Haie hätte ich auch gern, habe ich auch schon nochmal gesagt. Ich würde mir gerne einen Bullenhai, vielleicht sogar einen Megalodon. Wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch mal eine Idee. Ja,
apropos Megalodon, im Kino kommt jetzt der neue Film mit Jason Statham, The Meg. Schöne Grüße an Megalodon. Ich find's geil, vor allem, dass der Film mit Jason Statham ist. Also zwei geile Sachen. Erstens Megalodon. Ich bin ja sowieso so ein High Freak. Und als zweites dann halt wirklich Jason Statham, den ich absolut geil finde, von Film her. Und egal, was der überhaupt, was der gedreht hat, also ich fand's alles geil, ob das jetzt Expendables ist oder Crank. Und was weiß ich, was er noch alles gemacht hat. Könnte ich jetzt noch stundenlang aufzählen. Also ich finde den Schauspieler super. Und ich, Arschloch, hab schon wieder alles zugemacht. Ich glaube, da müssen wir. Ja. Da müssen wir raus. Was heißt? Den müssen wir mal aufmachen. Aber erst müssen wir natürlich unsere Reiter fertig machen. Blöd, ne? Das ist das zweite Mal, wo ich das jetzt komplett dicht machen kann, wie ich freilasse. Das machen wir da oben, wenn wir jetzt oben sind. Machen wir das definitiv anders. Da werde ich gleich mal einen Platz schaffen. So wie ich sonst normal was auch immer mache. So. Weiter hoch. Ja, das ist jetzt das, was ich gesagt habe. Normalerweise kannst du jetzt bloß ein Ding nach oben, weil halt dementsprechend. Nö. Moment mal. Bin ich blöd? Passt doch alles. Das machen wir doch einfach so, dann müssen wir gar nicht rummachen. Und wie gesagt, wir machen unser Ding jetzt erst einmal schnell hier oben fertig. Die Stäbe kommen dann beim nächsten Video. Hier geht es jetzt erstmal darum, dass wir hier mal kurz. Na komm, mach mal die. Ich guck gerade auf die Uhr. Naja, jetzt bin ich sowieso schon 2 Minuten drüber. Machen wir schnell die Schräge noch neu. Ich drück immer die richtig falsche Taste. Na. Ach komm, ich jetzt wohl Feierabend machen will gleich. Jetzt fängt die Musik auf. Ja, wie auch immer. So, wir machen schnell noch unsere Dachschräge. So. Sollte mal genügen. Das heißt für uns, wir machen jetzt hier schnell die ersten 2-3 Dinger hier. Mit dem einen kleinen Unterschied. Dass wir das mal offen lassen. Jill? Oh ey, da könnte ich hier fast schon rüberlaufen, du. Ja, das müsste ich mal kurz probieren. Ob das funktioniert. Nee, ne? Da könnte man hinmachen.
geht leider nicht. Mal gucken, wie es dann da oben aussieht. Da könnte man bestimmt irgendwie mit überspringen. Oder warte mal. Ach, Idiot. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wie es funktionieren könnte. Da sind wir natürlich jetzt eins zu weit oben, ne? Das ist natürlich scheiße. Geht nicht, ne? Egal. Fakt ist, wir brauchen jetzt hier ein kleines Cut in unserem Spielchen hier. Das war Teil 34. Meinen neuen Abonnenten habe ich gegrüßt. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Ansonsten, wenn was ist, schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen. Ich sag hiermit auf jeden Fall jetzt einmal Tschö mit Ö, Ciao mit V und grüßt mir die Hühner.